Ja, okay, ich mache heute einen kurzen Test, die Test der Drohne auf Elektrosmog. Sprich, was hat die Drohne für einen Elektrosmog? Das Messgerät nehme ich heute das H35C. Das liegt genau im Frequenzbereich und jetzt schauen wir mal. Fahren wir mal hoch. Es braucht ein paar Sekunden, dass es sich einpendelt. Und Lautstärke haben wir jetzt 6,5 Mikrowatt pro Quadratmeter, das ist in etwa die Hintergrundstrahlung, die ich da drinnen habe, durch einen 400 Meter entfernten Handysendeturm. So, dann schalten wir mal die Drohne ein. Nur die Drohne ist eingeschalten und es ist kein Elektrosmog messbar, sprich, die Drohne selber sendet nicht zurück zur Fernbedienung. Die Fernbedienung ist dabei noch ausgeschalten. Das ist aber allerdings nur bei meiner Drohne so heute, weil ich habe da keine Kamera drauf, die mir das Videosignal zurücksendet, sondern es ist eine reine Flugdrohne. Und jetzt schauen wir mal, was die Fernbedienung so treibt. Und jetzt aktiviere mal die Fernbedienung. Dieses Brummen. Ich habe da jetzt, je nachdem, wo ich mich befinde, über 2000 Mikrowatt pro Quadratmeter, sprich die Belastung ist enorm hoch und wenn man so schaut, die Fernbedienung sendet ständig, das heißt, die macht nicht nur Impulse, wenn man steuert, sondern die sendet wirklich ständig die höchsten Belastungen. Ja. Ich habe den Ton da nur leise gedreht, aber so hört sich das Ganze an. Das rubbelt ein bisschen vor sich hin. Und jetzt schalten wir mal die Drohne selber nur mal aus. Drohne ist aus. Und die Fernbedienung, wenn sie eingeschalten ist, die ist natürlich weiterhin eingeschalten, sendet ständigst weiter. Das heißt, die geht nicht in Standby, wo man die einmal über Nacht eingeschalten vergisst. Neben einem Bett liegen hat, hat man eine saubere Strahlenbelastung. Jetzt schalten wir die Fernbedienung aus. Zack. Und in der Sekunde ist natürlich Funkstille und das Messgerät muss ich natürlich wieder einpendeln und geht auf die 5 Mikrowatt Hintergrundrauschen zurück. Ja, so viel zur Drohne. Das ist übrigens ein Phantom 2 von DJI. Die Strahlung 2000 Mikrowatt pro Quadratmeter, die da abgegeben werden, kann man sagen, reflektieren in etwa einen WLAN-Router wieder, der 30 cm neben meinem Kopf ist. Der hat in etwa dieselbe Strahlung. Ein Handy wiederum, das zum Handysendeturm sendet, der teilweise einen Kilometer entfernt ist, hat natürlich eine weitaus höhere Strahlenbelastung als die Drohne. Nur so zum Vergleich.